So, mit freier Nase geht es weiter hier bei Infamous. Die waren auf der Seite hier. Und schon wieder dürfen wir ein wenig mit der Präzision spielen. Die sind ja noch recht einfach. So. Alles klar. Wow, das war der Wahnsinn. Hat Roger sie geschickt? Das ist richtig. Ja. Gehen wir. So, und auch ihn exkortieren wir. Exkortieren? Nee. Was wollten die Reaper denn von Ihnen? Sie haben erfahren, dass die Vergänglichen nach Ingenieuren für ihren Turm suchen und wollten mich für einen Handel. Dachten, sie kriegen eine Belohnung oder so. Viel Arbeit für ein Bauwerk, das Verfall symbolisiert. An diesem Ding zu arbeiten, kommt der Todesstrafe gleich. Sie lassen dich arbeiten, bis du umfällst. Dann töten sie dich. Kommst du hier rüber? Ach, wir können da runter. Ja, gut. Dann machen wir da gleich. Kannst da rumlaufen. Schon richtig. Ja gut, ich kann verstehen, dass er da keine große Lust drauf hat. Laufen wir einfach mal hier lang. So, dann werde ich halt abgemeldet. Das ist nicht schlimm. Weiterspielen kann ich trotzdem. So. Wir müssen jetzt gleich auch da sein. Wir dürfen keinen Liefern über den Weg laufen. Diesmal ist es auch so. Zack. Passen Sie auf! Es wimmelt vor Reapern! Ja, ich kenne das schon. Sie kommen! Schweine. Von oben? Da sehe ich die aber gar nicht. Sind sie da? Einer tot. Zeit ist da hinten. Und auch er ist tot. Kopfschock. Nicht so will. Von da oben. Natürlich die ganzen Autos im Weg. So, den haben wir auch. Hier haben wir wieder ein Schild. Sie geben nicht auf! Na, den gehen wir einfach mal richtig auf die Fresse. Der ist erledigt. Und auch wir gehen mal richtig auf die Fresse. Und auch du bist erledigt. Die Luft ist rein. Sie können losgehen. Ach, jetzt endlich, oder? Ich glaube, da sind wir schon lange fertig. Ja, arbeite einfach. Ich mach das hier schon. So. Hey, ich brauche hier Hilfe. Sagen Sie Roger, ich bin unterwegs. Oh Gott. Roger braucht Hilfe. Jetzt müssen wir da wieder rüberspringen. Und den Bimbo machen, oder was? Schön, wie chillig er da rumsteht. Aber wusste eigentlich, dass er Hilfe braucht. Die kommen doch jetzt erst. Na komm, drauf. Und rauf. Der lebt noch. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Die Vergänglichen werden mir wohl keine Probleme mehr bereiten. Sie sollten nach Lu sehen. Werde ich doch gleich mal tun. Und auch er hat Probleme, das sieht man da unten auf der Minimap. Und die schießen da unten vom Haus auf ihn. Mensch, Reaper, euch habe ich doch schon ausgelöscht. Eure Anführerin ist nicht mehr. Hallo? So. Ups, Allah, das wollte ich gar nicht. War das jetzt mein... Das war mein Ingenieur. Ist das jetzt schlecht? Habe ich jetzt verloren? Einmal den Ingenieur mit einer Schockwelle eine Runde fliegen geschickt. Und bist du denn? Komm, zeig dich. So, ja. Hallo? So. Ah, nee, ich will dich nicht. Was ist denn da? Nicht den Ingenieur fesseln, Miki. Nicht den Ingenieur fesseln. Das Falsche, ich wollte ihn ja nicht heilen. Hey, ich brauche hier Hilfe! Machen wir. Roger, ich bin unterwegs. Aber schön, dass wir es mit heimgezogen haben. Nicht den Ingenieur fesseln.
Drauf. Was bist du denn? Du warst gerade aber nicht da. Einer noch. Und down. Die Vergänglichen werden mir wohl keine Probleme mehr bereiten. Sie sollten nach Lou sehen. Ich werde nach Lou sehen. Erneut. Und die dann vielleicht wieder fesseln. Denn die Reaper nerven mich da oben gerade ein wenig. Und ich glaube ihn auch. Wenn wir hier stehen. So, der geht fliehen. Und der kriegt den Kopfschuss. Von rechts. Wo wir die ganzen Menschen sind, natürlich sehr mies. Ich meine, die sind natürlich nicht so hart wie die Vergänglichen. Auf der Seite geht's wirklich. Verdammt, alles scheint in Ordnung zu sein. Nur die Spannung ist zu niedrig. Zu wenig Strom, um die Hydraulik in Gang zu bringen. Strom? Zurücktreten. Da krieg ich da gut hin. Ich würde gerne noch etwas plaudern, aber ich muss mich in Sicherheit bringen. Bis dann. Bis dann. Ich wollte eh nicht mit dem plaudern. Spaß liegt. So, hepp. Ups, das war knapp. Jetzt bringen wir auch hier die Hydraulik wieder in Gang, indem wir das aufladen. Fertig. Wäre ich in den Vorruhestand gegangen, hätte ich das alles verpasst. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ja, danke für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Grüßen Sie Trish von mir. Die Brücke senkt sich. Und jetzt kommt's. Magic. Wie durch ein Wunder fährt ein Auto jetzt da drauf, was da kurz vorher gespawnt ist. Schon wieder heldenhafter Mensch. Obwohl ich Menschen getötet habe. Na denn, ne? Hi, das ist die Mailbox von Trish Daly. Sprechen Sie jetzt. Trish, die Zugbrücke ist unten. Ich melde mich später wieder, um zu hören, wie es läuft. Genau. So, und jetzt müssen wir uns... Ne, erstmal werden wir jetzt zum Gefängnis gehen. Zum Gefängniseingang, wo man vernünftig reinkommt. Denn dort ist eine gute Mission. Ach, ich hab das hier gehasst, diese Scheiße. Gut, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich muss nicht zugeben, dass dieser Weg hier richtig heavy ist. Weil hier richtig viele... Also normalerweise, ich sehe jetzt gerade nicht so, doch sehe ich. Also sind richtig viele Gegner. Ihr müsst richtig draufhalten. Jetzt sehe ich noch zwei. Der eine ist der da. Haben wir die jetzt beide? Schön. Wir nehmen natürlich die gute Mission hier vorne. Ein paar Dustmen sind aus den Zellen getürmt und verschanzen sich auf dem Turmdach des Hauptgefängnisses. Klettern Sie hinten herum rauf und überraschen Sie sie. Und schalten Sie alle aus! Wir müssen zeigen, dass wir solche Dinge nicht dulden. Auch das Gefängnisdach klettern. Und er zeigt mir an. Ja gut, dann die da oben sind, hätten wir uns denken können. Nur wie komme ich da hoch? Ging das denn nochmal? Könnte ich jetzt so. Ja, die Idee ist gut, die Umsetzung war es jetzt nicht. Kann er bestimmt genau. So. So. Das hat so auch nicht. Doch, das funktioniert so gut. Jetzt haben wir, laufen wir hier mal lang. Und nehmen die hier. Das funktioniert so wieder nicht. Hier müssen wir aber irgendwie hochkommen. Yep. Hier wird schon hart geschossen. Nur der ist tot. Den fesseln wir aber gleich. Den können wir wieder mitnehmen. Was machst du denn hier unten? Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Säune kann er nicht hochklettern. Jetzt komme ich da einfach mal gut hoch. So nicht.
Hätte ja sein können. Hätte. Aber. So. So und so. Hui. Ja, mit der neuen Gleitfähigkeit ist alles möglich. Sim. 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 Mein Gott, ist das hier wieder so ein Jump'n'Run-Scheiß. So, wir nehmen auch diese Scherbe gerne mit. Ich springe hier rüber. Hallo? Ja, genau. Und machen das gleich hier nochmal. Zip. 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 Und zip. Und zip. So, ich glaube, das müsste jetzt hinten oben sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da schon wieder so eine. Zip. 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 Und zip. Und schon wieder eine. Hier sind wirklich viele hochgeflogen. So, hierzu werden wir später nochmal kommen. Aber den da möchte ich sofort mit. Hallo? Genau, und ich möchte die sofort mitnehmen. Ich muss eh hier hoch. Ich bin noch auf dem Gefängnis, da was willst du denn? So, können wir den genau so machen hier jetzt. Das sind nämlich da unten zwei. So, da treten wir mal drauf. Was du denn? So, und jetzt sterben die das, denn hier. Die haben sich auch gar nicht. Ich meine, da ist einer, klar. Und dann sieht es mir so aus, als wenn die da unten irgendwo. Ja, tot. Lass dich mal fallen, mein Junge. Ich will jetzt nicht runterspringen, wenn ich nicht weiß, ob die da sind. Die müssten aber da unten sein, oder? Ich meine, über uns ist ja nichts mehr. Hallo? Was macht ihr denn hier, ey? Was geht ein bisschen oder was? Ja, nur komme ich da jetzt gerade nie rein. Na? Wie soll ich dich denn jetzt töten? Buggy, 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 buggy. Was machen wir mit dir? Aber das würde ich eh mal gucken. Und das haben wir noch gar nicht gekauft. Ja, 102 Hallen. Das müsste ja so jetzt eigentlich funktionieren. So. Also es funktioniert jetzt schon mal. Moment. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Jetzt steht er zu weit weg. Ist er jetzt? Oh, das nervt. Krass, ich weiß nicht, wie ich das machen soll jetzt. Der scheint auf jeden Fall nicht genug Schaden dadurch zu kriegen. Aber er kriegt Schaden, ist ja schon mal was. Und wir haben es kaputt gemacht. Aber wir kommen hier immer noch nie rein. Hm?
Ich verstehe das gerade nicht. Ne, ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, wie ich es ehrlich gesagt machen soll. Also man kommt hier definitiv nirgends rein. Ist ja eigentlich auch nicht der Schauplatz für diese Nebenmission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der stirbt einfach nicht. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Ich werde ja immer wieder draufhalten jetzt. Aber es wird so natürlich nicht funktionieren. Ja, ich krieg genug Schaden. Ja, nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann will ich diese Mission jetzt wohl abbrechen müssen. Und wir haben in diesem Part dann im Prinzip kaum was geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.